Mein Name ist Andreas Tille, ich bin seit 1998 offiziell Debian-Entwickler, 96 Nutzer und seit 2003 jedes Jahr auf dem Chemnitzer Linux-Tag, habe auch schon immer mal was erzählt, noch nie was über Midnight Commander erzählt, MS-DOS angefangen, also der Stapel mit den DOS-Disketten war oben und dann lag gleich drunter die Norton Commander-Diskette, weil man die brauchte man und dann hatte man einen Rechner. So, und ich bin dann über OS 2, da gab es auch irgendwas Norton Commander ähnliches gekommen und dann Linux und dann war es eben der Midnight Commander, der Norton Commander Klon. Wer den Norton Commander gut kennt, der wird heute nicht so sehr viel Neues erfahren. Ne? Das ist im Prinzip, ja, es sind ein paar nette Sachen dazugekommen, die erzähle ich auch mit. Und dann gibt es so die Leute, mein Sohn ist jetzt 26, den habe ich das erstmal so langsam beigebracht, der findet es schön. Ich habe es auch meinem Institut mal was über Midnight Commander erzählt. Naja, die Studenten, die da waren, ein paar haben sich es angenommen, finden es super. Und die anderen haben immer noch diese Explorer-artige Bedienung. Und ich weiß nicht, wenn ich so diese es ist ja nicht nur unter Windows, gibt es ja nicht diesen Datei-Explorer, gibt es ja auch viele Tools jetzt hier, wie heißen sie alle, Conqueror und unter GNOME. Überall gibt es diese Explorer, die ein Fenster haben. Aber ich will immer Dateien, will ich ja von links nach rechts, ich brauche zwei Fenster und deswegen zwei Fenster, Norton Commander oder Midnight Commander Bedienung, das ist eigentlich für mich das effizienteste Werkzeug. Dann gibt es noch Puristen, die sagen, ich brauche nur Kommandozeile, ich bin viel schneller mit der Kommandozeile und den Wettkampf würde ich gerne mal ausfechten wollen mit irgendjemand, der sich dem stellen möchte. Ich denke, ich bin schneller mit der Bedienung von Dateioperationen kopieren, weil ich mich eben nicht so toll finde, dass ich ein Freak bin und nur schwarzen Bildschirm oder so. Ich mache das so, ich habe eine Oberfläche, die mich möglichst effizient macht. So, und da will ich gleich mal einsteigen. Also, wir haben wie gesagt einen Klon des Norton Commanders. Der hieß früher Mouseless Commander, weil er eben keine Maus hatte. Und dann war eben der MC diese Abkürzung gewesen. Und dann hat sich jemand gedacht, naja, nennen wir es Midnight. Also das Midnight hat überhaupt keine Bedeutung, soweit ich weiß. Es ist einfach dieses M von Mouseless erhalten geblieben. Es ist ein Textmode-Programm, was sehr schick ist, weil ich das auf irgendwelchen entfernten Servern immer starten kann. Und es ist meiner Meinung nach die effizienteste Möglichkeit, in meinem System und Dateisystem zu navigieren. Wie gesagt, für mich ist das erste Programm, was ich auf dem neuen Rechner installiere. Wie gesagt, Debian, Installationsdisketten rein, als Root anmelden, apt-get install mc und ja, dann geht's los. Ja, was kann man machen? Verschieben, kopieren, umbenennen, löschen, ansehen und bearbeiten von Dateien. Ich kann das gleich mal zeigen, damit es nicht so trocken wird. Also man startet mit MC und sieht das so aus. Und Leute, wie gesagt, ich bin schon auch ältere Generation, Großvater, steht dann unten alles da, was ich machen kann. Ich habe da dieses da F1, also das ist die unterste Zeile, das beziehe ich mal auf Funktionstasten. F1 ist Hilfe, kriegt man Hilfe. Gleich als Tipp, also dieser Laptop, der hat im BIOS eingestellt, dass die Funktionstasten nur mit der Zusatztaste eingestellt sind und ich kann hier laut und leise stellen oder so. Wer neue Laptops hat, ist das oft so, das kann man sich irgendwo im BIOS einstellen, dass die Funktionstasten auch wirklich kommen. Das brauchen dann auch wahrscheinlich nur Midnight-Commander-Nutzer oder sowas. Das gebe ich gleich als Tipp mit. Also guckt in eurem BIOS nach, wenn die Funktionstasten nicht funktionieren, das kann man immer irgendwie umstellen. Ja, F1, F2 bringt zum Menü. Ja, das finde ich nicht besonders hilfreich an sich. Aber dann geht es los mit F3 Ansicht. Was haben wir hier? Das ist mein Temp hier. Irgend sowas. Kann ich Dateien angucken. Mit F4 kann ich sie bearbeiten. Das sieht auf dem kleinen Monitor jetzt so ein bisschen abgekürzt aus. Ne? Bearbeiten, das ist, wenn ihr habt jetzt größere Monitore, das ist nur dem Beamer geschuldet. Ne? Das kann man auch ordentlich lesen. Mit F4 könnte ich jetzt hier drin rumschreiben. Ah ja, okay. Jetzt haben wir hier, das ist die Standardeinstellung, die habe ich euch extra gemacht. Hier haben wir den Vim von vorhin eingestellt. Für den Vim habe ich für alle einen richtig guten Tipp. Wenn ihr im Vim seid, Escape, Doppelpunkt, Q, Ausrufezeichen, dann seid ihr draußen. Für alle, die den Vim lernen wollen, nochmal den Vortrag besuchen, aber ich sage das dazu, weil ich benutze den Vim auch. Es ist ein super Editor, ich will ihn nicht schlecht machen. Aber ein Neuling, der jetzt mit dem Vim konfrontiert wird, der kommt damit nicht so richtig klar. Was machen wir jetzt also als Neuling? Ich habe hier mit F9 Menü. Und dann gibt es da oben so eine Zeile. Und da kann ich
unter Optionen, Konfiguration sagen. Gehe ich hier hin, ich mache es alles ohne Maus, internen Editor benutzen, den hake ich ab. Und dann gehen wir auf OK. Und dann gucke ich nochmal mit F4 drauf und dann habe ich den Editor. Den finde ich ein schöner, da kann ich gleich richtig losschreiben, irgendwas machen und dann mit F2 speichern oder mit F10 einfach so beenden. Dann fragst du mich noch, willst du das speichern? Ne, will ich jetzt mal nicht speichern. Also ich habe einen einfachen Editor im Midnight Commander. Ja, die Debian-Standardeinstellung ist immer, benutze den Standard-Systemeditor, der war jetzt, wie gesagt, ich benutze den, aber ich will den nicht euch jetzt als Anfänger nahelegen. Der ist nicht schlecht, definitiv nicht, aber mit Doppelpunkt, Q, Ausrufezeichen kommt da raus. Es gibt Doppelpunkt, Q, Ausrufezeichen. Gut, dann können wir die Dateien kopieren mit F5. Der würde jetzt von einem Fenster ins andere kopieren. Da muss ich ihm einen neuen Namen geben, weil ich stelle hier ein anderes Verzeichnis ein. Ich gehe mal hier in mein Home-Verzeichnis, mache ich da unten mit CD, bin ich in meinem Home-Verzeichnis, gehe mit dem Tabulator zurück, mache F5 und wupp, ist die Datei drüben. Ohne, dass ich irgendwas eingegeben habe, hier ist er, die Tunnel-Check, was auch immer dieses Tunnel-Check macht, keine Ahnung. So, löschen können wir es auch, okay, mit F8, weg ist er. Ich brauche also nicht RM-Dateiname. Mit dem F8 bin ich also, wie gesagt, ich würde diesen Wettkampf annehmen, dass ich schneller bin. Obwohl ich eigentlich mich nicht so sehr schnell fühle. Ja, man kann ansehen, bearbeiten, okay. Ja, man kann auch Benutzerrechte und Links vergeben. Das mache ich selber persönlich nicht mit dem MC. Wer das machen will, kann das. Also da tippe ich dann einen Changemod und ln-s. Das habe ich jetzt gelernt, das kann man auch machen. Wenn man jetzt mit F9 Datei, dann kann man hier Changemod, kriegt man so eine Oberfläche. Ja, wer sich die Changemod-Option nicht merken kann, kann es hiermit machen. Geht. Ist jetzt nicht schneller, aber geht. Und Links kann man auch vergeben, da geht man auch über Datei, also F9 Datei. Und dann kann man hier Link und dann macht man irgendwie, so kriegt man eine Abfrage. Ja? Und das F9 bringt einen mal da hoch. Ich drücke dann nicht zur Datei, sondern ich nehme nur das D, das ist da markiert. Dann geht das gleich das D auf und dann L, Link und so. Also F9, DL ist man auch relativ schnell da. Okay, geht. Was sehr schön ist, ich habe ein internes Filesystem zum Durchsuchen von TAR-Archiven oder sowas. Also der Midnight Commander behandelt so ein TAR-Archiv wie ein Verzeichnis. Trippe drauf, Enter, geht rein und zeigt mir alles an, was da drin ist. Auch ZIP, was weiß ich, was es für kryptische Komprimierformate gibt, geht rein. Was ich sehr schön finde, auch in Debian und RPM-Archiven, ich bin Debian-Entwickler, wenn ich gucken will, ob mein Debian-Paket okay ist, klicke ich Enter drauf, browse da durch und kann die ganzen Informationen lesen. Und was ich wirklich sehr schön finde, das ist also wirklich ein deutlicher Vorteil gegenüber dem alten Norton Command, es gibt ein sogenanntes FTP-File-System oder SSH-File-System. Ich kann also, wenn ich auf einen FTP-Server will, gebe ich da ein CD, FTP, sonst irgendwas. Ich zeige das nachher nochmal, zeige auch, wie man es sich merken kann, weil da merke ich mir immer die Syntax nicht, aber eine Hilfe findet man schnell hin. Und dann ist der entfernte FTP-Server für mich wie ein Verzeichnis. Oder ein SSH-Server kann ich hin und dann kann ich auch hin und her kopieren und so schöne Sachen machen. Also das ist wirklich eine ganz feine Sache. Und das hat auch dann manche Kollegen überzeugt, weil die keinen vernünftigen FTP-Client hatten. Da gibt es alle möglichen FTP-Clients, aber die brechen mal ab und machen dies und machen das und funktionieren nicht. Ja, ja, der Midnight Commander hat einen internen Textbetrachter. Zeige ich auch gleich. So sieht die Datei aus. Was ich auch schön finde, manchmal muss man hexadezimal sich was angucken. Mit F4 habe ich dann so eine hexadezimale Darstellung. Das habe ich schon oft gebraucht. Und was kann man denn noch machen? Also zum Beispiel habe ich ein JPG. Ich bin im Textmodus. Ne? Wie kann man Bild ordentlich anzeigen mit F3? Da sehe ich zumindest die Größe und so, dass die Ausgabe von File oder sowas da kommt. Ja, der interne Editor, MC-Edit, hatte ich auch schon gezeigt. Ich gebe jetzt noch einen Tipp für die Leute, die den Midnight Commander vielleicht nicht unbedingt so gerne benutzen wollen, aber einen ordentlichen Editor brauchen. Also der Standard-Editor ist ja immer Nano, ich begreife den nicht. Das tut mir leid, ich begreife ihn. Der mag nicht schlecht sein, aber ich verstehe ihn nicht. Und dann kann man sich schon mal in seinem Umgebungsvariable den MC-Edit als Editor setzen und den kann ich dann auch normal so aufrufen.
haben wir hier einen MC-Edit. Dann habe ich nur den Editor. Ja, den kann man auch extra aufrufen. Kann ich los editieren. Das ist so ein kleiner Tipp. Kann man machen oder auch nicht. Ja, ich kann auch natürlich externe Betrachter einfügen, also dass ich mir sehr frei konfigurieren kann, was der Midnight Commander macht, wenn dann irgendwie JPG und PDF kommt oder sagen wir mal eine GIMP-Bilddatei, dann kann er das alles machen. Und er berücksichtigt auch diese Mailcap-Konfiguration. Wer das kennt, das ist vielleicht nicht so richtig anfängertauglich, aber Mailcap ist so ein Programm, was festlegt, welche Applikation wird aufgerufen, bei welchem Typ von Datei. Das machen auch der Firefox oder sowas, die verwenden die Technik im Prinzip auch. Man kann also einen Dateityp mit einer Applikation zuordnen und das verwendet der Midnight Commander auch mit. Ja. Was sehr schön ist, eine Subshell. Diese Subshell ist also, ich kann hier unten in dieser vorletzten Zeile, da kann ich immer Kommandos eingeben, ls. So, jetzt hat er ls ausgeführt, aber ich sehe es ja nicht. Mit Ctrl-O sieht man die Ausgabe. Ja, die habe ich ganz normale, ich habe nur Ctrl-O gedrückt, ich kann das immer hin und her schalten. Und dann habe ich hier meine ganz normale Shell. ls, pbd, irgend sowas. Ich kann sogar nochmal mc aufrufen, das merkt er aber und sagt, willst du das jetzt wirklich? Ich kann da sagen, okay, dann hat er zwei Midnight-Kommando, aber ich verlasse das mal. Ja, manchmal macht man das, vergisst, man hat den mc schon gestartet, ist in diesem Ctrl-O-Modus, dann merkt er das aber und dann gehe ich wieder mit Ctrl-O zurück. Also diese Subshell ist auch super effizient. Ich verwende das, also wenn ich einen X-Term aufmache, mache ich meist den MC auf, nahezu immer. Und wenn ich Shell-Kommandos absetze, mache ich dann Ctrl-O, Shell-Kommando und wieder mit Ctrl-O zurück. Ist sehr effizient und funktioniert sehr gut. Ja, ich kann Verzeichnisse sehr unterschiedlich darstellen. Zum Beispiel mit Escape-T sehe ich hier so eine Kurzdarstellung. Die verwende ich nie, die ist für mich sinnlos. Aber die finde ich sehr wichtig. Da hat man nämlich die ls-l-Darstellung, sage ich mal kurz. Ja, wer ls-l macht, kriegt das. Das braucht man, aber dann ist natürlich das zweite Fenster weg. Und deswegen gehe ich dann oft da wieder zurück. Da ist nochmal eine kleine, da sind nochmal die Rechte. Und dann, wenn ich nochmal Escape-T drücke, dann bin ich wieder da. Das ist die Normaldarstellung. Ganz praktisch, Sortierfunktionen. Wer hat nicht schon mal die größten Dateien gesucht bei sich? F9, im rechten Fenster will ich das jetzt machen. S für sortieren. Sortiere mir nach Größe. Okay. Na und dann gucke ich mal ans Ende und da sehe ich, ja, da habe ich irgendwann mal so ein Video mir abgespeichert. Das ist die größte Datei. Ehrlich gesagt, die habe ich schon gesehen. F8, löschen, weg ist er. So kann ich schnell aufräumen. Ja, also finde ich sehr praktisch, weil man kriegt auch auf andere Art und Weise raus, wo seine größten Dateien sind. Auch wenn ich aufräumen will, sortiere ich nach Größe und finde das meistens. Was ist noch interessant? Nach Zeit sortieren. F9 sortieren, Modifikationszeit. Okay, was habe ich jetzt zuletzt gemacht? Ja, X-Session Errors war die letzte Datei. Ja, okay, das sind diese versteckten Dateien. Wer die versteckten Dateien nicht sehen möchte in Midnight Commander, der macht F9. 9, ich glaube, Option, das ist bei Panel-Optionen. Dann nehmen wir die weg. Und was ich auch noch immer mache, zeige ich gleich. Lynx-artige Bewegung, das ist auch eine Sache, die ich sehr mag. Also die versteckten sind jetzt weg und dann merken wir noch lynx-artige Bewegung. Okay, also versteckte sehe ich jetzt nicht mehr. Okay, schön. Und dann diese lynx-artigen Bewegungen, also normalerweise gehe ich ein Verzeichnis rein mit Enter. Bin ich drin. Ja, Enter ist gut, aber irgendwie, ich liebe das von Lynx. Wer den Lynx-Browser kennt, ist ein Textmodus-Browser, da kann ich mit linker Pfeiltaste und rechter Pfeiltaste auch hin und her. Und das finde ich irgendwie schneller. Das ist also eine meiner Einstellungen, die ich ganz schick finde. Ja, das kann man machen. Würde ich also empfehlen als Konfiguration. Wie gesagt, ich habe vorhin meine Konfiguration erstmal weggeschoben, um jetzt mal euch die Grundkonfiguration zu zeigen. Und jetzt muss ich meine Einstellung wieder herkriegen. Aber das kriegen wir schon hin. So, Operationen auf markierten Dateigruppen. Das ist eine sehr schicke Sache. Ich kann Dateien suchen. Das habe ich jetzt auch für den Vortrag gelernt. Das mache ich lieber mit Find, aber es geht. Und das Hilfesystem. Ja. Gut, Bildschirmaufbau. Das hatte ich gezeigt. Menüzeile oben. Wenn ich fertig bin, konfigurieren, ist das alles weg, weil ich habe das irgendwie im Kopf. Also für einen Anfänger sehr schön.
Man kann aber 1, 2, 3, 4 Zeilen noch mehr kriegen auf seinem Bildschirm. Ich will viel Zeilen haben. Okay, aber die Menüzeile gibt es. Dann diese zwei Verzeichnisfenster, das ist sozusagen das Arbeitspferd, was da läuft. Ne? Da ist oben noch so eine Statuszeile, wo ich bin, also das Ergebnis, was vorher PWD rauskäme. Eine Hinweiszeile, das sind hier diese Anwenderhinweise. Das Setzen der Variablen CD-Pass kann dir im CD-Kommandos Tastenanschläge ersparen. Muss ich sagen, das ist eigentlich ein schöner Hinweis für mich, wusste ich jetzt auch nicht so, aber ich habe das, irgendwann hat man mal sein, das, was man benutzt. Also so ein, haben ja viele Programme diese Hinweisfunktionen. Irgendwann, als Anfänger hat man es gern und dann irgendwann will man es nicht mehr haben. So, dann ist diese Kommandozeile für die Shell-Kommandos, dieses vorletzte dort. Und diese Funktionstasten-Hilfezeile, dass ich mir die Funktionen jetzt F5 kopieren, F6 verschieben und so eine Sachen gut merken kann. Das ist der grundsätzliche Bildschirmaufbau. Wie gesagt, ich fange mal auch an, auch zu zeigen, wie das geht, dass man sich es wegkonfiguriert. F9, Optionen, Layout, also diese Menüleiste, na, die braucht man eigentlich nicht. Wenn ich F9 drücke, kommt die automatisch nochmal. Kommandoprompt will ich natürlich. Tastenleiste lasse ich mal für den Vortrag. Diese Informationsleiste brauche ich auch nicht. Extern Fenstertitel stört mich nicht. So, das haben wir. Jetzt haben wir oben schon mehr Platz. Oben haben wir Platz gewonnen. Unten haben wir Platz gewonnen. Wunderbar. Gut. Wie gesagt, Bedienung ist viel mit den Funktionstasten. Und wer auf seinem Laptop die nicht eingestaltet hat, der wird sich freuen, wenn er es dann doch irgendwie sieht. Ja. Mit F9 oder aber mit dem Mausklick kann man auch hier hochgehen. Na, jetzt, wenn man das wegkonfiguriert hat, nicht, aber mit F9 kommt man jederzeit da hoch. Ja, und das brauche ich mir auch nicht merken, weil da unten steht ja noch F9, komme ich ins Menü. Ja. Dann gibt es immer ein aktuelles Fenster, also ein Fenster mit dem aktuellen Verzeichnis und ein Zielverzeichnis. Also wenn ich jetzt Operationen habe, die zwei Verzeichnisse betreffen, dann habe ich ein aktuelles. Und das wird immer durch diesen hellblauen Kursor markiert. Ja? Und mit dem Tabulator-Taste kann ich da immer hin und her wechseln. Das hat aber für Leute, die sich an der Bash auskennen, auch einen Nachteil, weil sie wissen, Tabulator ist die Kommandozeilenergänzung. Ja? Wenn ich jetzt also, sagen wir mal, ein bisschen Change-Mod machen will, Change-Mod, gebe ich da unten CHM ein. Und wenn ich Tabulator drücke, dann wechselt oben nur der Cursor. Wie kriege ich jetzt meine Kommandozeilenerweiterung mit Escape-Tabulator? Und da muss ich nochmal Escape-Tabulator drücken und dann bietet er mir das alles an. Das heißt also, die Tabulator-Taste ist durch ein Midnight-Kommando zwar blockiert, aber deswegen muss ich nicht auf den Bash-Extension verzichten. Ich muss halt nur das Escape davor drücken. Ja? Immer Escape-Tabulator und dann kommt die Kommandozeilenerweiterung. Ja? Und dann kriege ich ja mein Change-Mod. Alt-Tab müsste auch gehen. Ich habe mein Alt hier irgendwie umfunktioniert. Das ist vollkommen richtig. Ja, also man kann auch Alt-Tab drücken, das funktioniert, aber da habe ich ja was umgelegt. Ne? Escape funktioniert immer. Alt-Tab sollte das gleiche tun. Schöner Hinweis. Vielen Dank. Ja, also das Wechseln der Verzeichnisse mit dem Tabulator oder eben man klickt da mit der Maus hin. Und diese Funktionstasten beziehen sich immer auf die markierte Datei im aktuellen Verzeichnis. Gehen wir mal wieder in meinen Standards. Achso, dieses Links-Slide-Motion, wenn da unten in der Zeile was geht, dann geht die Pfeil links und rechts, bewegt sich dort. Ne? Da muss ich jetzt das wieder leer machen, dann kann ich wieder mit meinen Cursor-Tasten umher. So, was haben wir denn hier? Hier ist irgendwie ein S-Trace, damit kann ich alles Mögliche machen. Was ist ich? Da habe ich also eine Datei und alles, was mit den Funktionstasten ist, ansehen, bearbeiten, kopieren, das passiert jetzt auf dieser markierten Datei. Ja, also wenn ich F3, dann gucke ich hier rein. Oder F5 kopiere ich das. Bumm. Und man hat gesehen, bei F5 geht die dann gleich darüber. Ich mache es nochmal ganz langsam. Da wird mir nämlich angeboten, also kopieren der Datei, Pixum S-Trace, und nach Temp, weil das drüben liegende Verzeichnis ist. Wenn ich jetzt sage, ich will es aber jetzt woanders haben, nach Wartemp, dann kann ich das hier editieren. Ja, dann ist das eben in Wartemp gelandet, sehe ich jetzt nicht. Ja, müsste ich dann hin navigieren. Wartemp, mache ich schnell so, da steht ein bisschen mehr. Und da ist er auch angekommen. Ja. Gut, also umbenennen ist F6. Ja, aber kopieren und umbenennen, also F5, da muss man hier, wenn man losschreibt, löscht er die Zeile, muss ich erstmal irgendwas machen und dann Test 2.
Und dann heißt es hier drüben Test 2. Ja? Also umbenennen ist mit F6. Und wenn ich das irgendwo dann woanders hin haben will, dann muss ich die Zeile editieren. Aber jetzt automatisch, dass da Dateiname drinsteht und dass ich zum Beispiel irgendwo einen Bug dran setze. Warte, Moment. F6, Ende, Sternpunkt, Bug. Ah, da ist es. Das geht. Stern. Ja? Immer dazwischen fragen. Schöne Frage, sicher sehr hilfreich. Ja, man kann auch Verzeichnisse umbenennen. Also Verzeichnisse, Dateien, das ist ja sozusagen die Linux-Strategie oder Unix-Philosophie ist ja, alles ist eine Datei. Ja, und der behandelt also Dateien und Verzeichnisse aus. Und der Midnight Commander macht dann auch so eine Operation rekursiv. Ne? Wenn ich ein Verzeichnis kopiere, dann wird das gleich alles rekursiv kopiert, alles was da drin ist. Die Texteingaben, die ich mache, also wenn ich jetzt Buchstaben auf der Tastatur drücke, dann landen die immer in der Kommandozeile. Ja? Also das kommt dann hier unten. Ja. Da passiert nichts, ganz normal, einfach losschreiben und dann ist man, ja. Die Frage ist, wenn ich was tippe, gehen andere Explorer zu dem String, wo ich hin will. Wenn ich in der Datei suche, ich gehe nochmal hoch, wir hatten hier irgendwas mit Pixum, bin ich ganz oben, ich drücke Ctrl-S und dann kann ich Pixum drücken und da bin ich da. Ja? Also Ctrl-S vorher. Wäre noch gekommen, aber ruhig, dann wiederhole ich es nochmal. Wiederholungs, die Mutter dabei seid. So, Verzeichnisnavigation. Ja, mit Cursor irgendwie, da steht Cursor testen, das soll Cursor tasten heißen. Und Enter, dann ist man da. Ich kann aber auch Verzeichnisse wechseln. Also ich zeige das hier, irgendwie hin markieren, Cursor tasten, irgendwo hin, dann ist man ja noch. Süß will ich noch nicht. Temp, ja. Da kann man hin navigieren, da rein, da kann ich nicht, ja, wie auch immer. So, navigiert man. Oder ich tippe einfach CD ein. Habe ich vorhin auch gleich gemacht, CD/var temp. Da bin ich nur wieder schneller, als wenn ich dahin navigiere. Das muss man immer entscheiden, wo bin ich schneller. Ja, manchmal ist man CD home, ist man auch ganz schnell nach home marschiert. Also einfach nur mit CD bin ich einfach mal home. Da werde ich nicht jetzt mit dem Midnight Commander hin navigieren. Aber das funktioniert ja beides. So, dann die Navigation mit... Ja, Pfeil hoch, Pfeil runter, Bild hoch, Bild runter und dann hier diese Home- und End-Tasten, die tun, wie sie heißen. Da braucht man nichts weiter erklären. Und dann jetzt kommt nämlich das Navigiere zu einer Zeichenkette, also Ctrl-S und dann fange ich an zu tippen, bin ich auch da. So, Auswahl von Gruppen. Das ist ein sehr mächtiges Werkzeug, also wenn ich mit mehreren Dateien irgendwas tun möchte. Zum Beispiel... kann ich sagen, die Datei, diese und diese, die möchte ich jetzt nach temp kopieren. Ja, also drüben wieder nach temp und F5, da sind sie da. Also diese Gruppe und dann sind die natürlich hinterher endmarkiert, wenn das, was getan werden soll, getan wurde. Einfügetaste ist wichtig. Es ist auch manchmal so, dass manche Laptops, die irgendwie mit Shift oder irgend sowas haben, also man muss sich da ein bisschen die Tastatur umkonfigurieren. Ja, bietet sich was für sich, die Windows-Taste umlegen oder irgend sowas, das kann man ja alles machen. Ctrl-T geht auch, ja, schöner Hinweis. Ja, man kann ja immer noch was lernen, das ist ja super. So, und wenn ich jetzt nicht gerade die drei auswählen möchte, sondern alle anderen Dateien, dann drücke ich einfach einen Stern. Und das finde ich sehr cool. Ja, ich markiere zum Beispiel, sagen wir mal, zwei Dateien, die ich aufheben möchte. Dann drehe ich die Markierung um, der Rest ist weg, bupp, sind sie weg. Stern, nur Stern. Also mit Stern wechsle ich das immer wieder um, kann ich immer umschalten. Oder die einfachste Möglichkeit, alles zu markieren, ja, hier drüben, alles markieren, nur den Stern. War vorher nichts markiert, alles markieren, mit dem Stern kehrt man es um, bups, sind sie alle. Nee, verzeihen Sie, die müsste ich dann extra nochmal mit einfügen. Dann habe ich wirklich alles. Das ist gut bemerkt. Dateien nach Muster auswählen, machen wir so, erstmal entmarkieren und ich hatte irgendwas mit GPX-Dateien, das Plus, Stern.gpx, das sind irgendwelche Tracks, da habe ich irgendwo 7 Dateien, die sind hier markiert, jetzt finde ich sie alle, da sind sie, ja. Die PDFs hier sehen so ein bisschen gelblich aus. Das ist so ein bisschen, die Dateien werden noch, man sieht auch Images, werden anders dargestellt, aber die markierten, das sind die ein bisschen dickgelb. Das ist auf dem Beamer ein bisschen schlecht zu sehen. Auf dem Bildschirm sieht man es aber eigentlich, was markiert ist. Ja, mit Plus und mit Minus kann man entmarkieren. Ja, sagen wir mal, mit Plus habe ich alle GPX und mit Minus werde ich mal all die wegnehmen, die noch von 2014 sind. Dann sind nur noch 5 markiert. Ja, da unten sieht man, in der Zeile, wie viel markiert sind. Ja, da kann ich also plus, minus, das geht. Da waren noch Fragen, ja? Die Frage lautet, wie kann ich selektiv markieren? Also erste, dritte und zehnte Datei
da weiß ich keine Lösung. Da muss ich dann dahin navigieren. Meistens will man aber auch nicht die erste, dritte und zehnte, sondern die, die eine 1, eine 3 und eine 10 im Namen haben. Und die kann man dann mit dem Muster markieren, mit Plus. Ja, also Plus und alle, die eine 1 haben, alle, die eine 1 im Namen haben, die habe ich jetzt markiert. Das sind also 29 Dateien. Ja, das will man ja meistens. Also die Position von Dateien im Filesystem, das kam mir in meiner Praxis noch nicht vor. Ansonsten Handarbeit. Wenn man das markiert, da rechnet da gleich die Größe aus. Das ist eine schöne Sache. Da kann man gucken, wie groß das Verzeichnis ist, indem man eine markiert. Und da hat man die Größe des Verzeichnisses. Ja, also es sind immer auch noch Features, die man dann irgendwie entdeckt oder so. Also ja, oder die ich ja nicht erwähnen werde, weil ich da nicht dran denke, dass das auch interessant ist. Ja, also wie gesagt, nach Muster auswählen oder nach Musterauswahl aufheben mit Plus- und Minustaste, Stern die Auswahl umkehren und wie gesagt, wenn vorher nichts gewählt wäre, alles mit einem Stern markieren, betrifft aber dann immer nur Dateien. Wenn ich Verzeichnisse markieren möchte, muss ich die noch mit einfügen, hinterher schieben. Ja. Die Frage war, werden nur Shell-Muster unterstützt oder reguläre Ausdrücke? Es sind nur Shell-Muster, die hier unterstützt werden. Das finde ich auch konsequent, weil ich arbeite ja im Prinzip als Ersatz für eine Shell. Also finde ich sinnvoll, ja. Nächste Frage. Dann gehe ich immer in das drunterliegende Verzeichnis und wieder zurück und dann ist alles wegmarkiert. Also so, das habe ich vorhin auch mal gemacht. Also wenn ich jetzt sind ja 29 markiert, gehe ich mit Pfeil links runter und rechts hoch, dann ist wieder deselektiert. Ja, mit dem Kopieren hatte ich vorhin schon mal vorgemacht. Das Standardziel ist immer das Verzeichnis im inaktiven Fenster. Ich kann es nochmal zeigen. Hier machen nochmal die Standpunkt GPX. Habe ich alle markiert und dann drücke ich F5 und dann kommen sie alle nach Temp. Und da sind sie dann alle, ja, da sind die. Und die sind jetzt dort nicht markiert, weil alles andere markiert war. Und dann drehe ich, wie gesagt, noch eine Markierung um und dann, ja, das ist irgendwas anderes. Das sind jetzt mit dem Verzeichnis hin und her, aber so geht Kopieren. Wie ist das mit der Kopiergeschwindigkeit? Gibt es da Unterschiede im Vergleich zur direkten Shell oder zu anderen? Ja, das ist auch eine schöne Frage. Also der Midnight-Commander hat die Angewohnheit, immer so ein Progressbar zu machen. Das macht ihn bei, wenn man viel kopiert, langsam. Ansonsten ist es ein normaler Kopiervorgang, aber dieser Progressbar ist langsam. Dann kann ich aber Folgendes machen. Jetzt habe ich nochmal die GPX-Dateien mit F5. Da kann ich dieses Kopieren in den Hintergrund schicken. Und dann macht er den Progressbar nicht. Und dann kopiert er, jetzt ist er fertig, aber er kopiert möglicherweise immer noch und ich kann aber weiterarbeiten. Also insofern habe ich keinen Geschwindigkeitsverlust, wobei ich persönlich, also die Funktion, die ich jetzt eben gezeigt habe mit dem Hintergrund, die war mir vor der Vorbereitung des Vortrags noch nicht aufgefallen. Ich habe es dann immer mit Hand kopiert. Ich habe dann CP-A irgendwie, das kann man ja auch machen. Wenn ich mit Hand kopiere, dann kann ich Folgendes Schöne machen. CP, Standpunkt GPX. Und wenn ich, na gut, das Temp kann man zur Not hinschreiben. Wenn ich langen Verzeichnispfad habe, dann mache ich Ctrl-X, Ctrl-P. Und dieses Ctrl-X, Ctrl-P schmeißt mir das Verzeichnis des anderen Fensters in die Kommandozeile. Und nur Ctrl-XP schmeißt mir das aktuelle Verzeichnis in die Kommandozeile. Dann brauche ich das auch nicht tippen. Wenn das ein langer Pfad ist, Ctrl-X, Ctrl-P, habe ich es auch und dann kann ich auch flott kopieren. Insofern ist das doch eine nette Geschichte. Ich brauche das immer, wenn ich mal wirklich mal gezwungen bin, unter Sigwin so ein MC zu benutzen, geht ja auch. Und da hat der irgendwie, kamen neue Bibliotheken und dann funktionierte das Kopieren nicht mehr. Und da habe ich das immer so gemacht. Ich weiß nicht, warum das, keine Ahnung, ich brauche es so selten. Also da kann man sich auch behelfen mit sowas. Die eingebaute Shell, habe ich eine History. Also erstmal mit Ctrl-O kann ich aufmachen und dann alles durchgehen. Ganz normal, ganz normale Shell, die History ist da. Und mit Escape-P rufe ich mir immer die letzten Befehle hier rein. Escape-P. Previous, Escape, Previous. Wahrscheinlich auch immer Alt, P. Also ich nehme immer nur Escape. Ja, also Alt oder Escape. Je nachdem, wie man seine Oberfläche konfiguriert hat. Bei mir geht es Alt nicht. Die Frage ist, wenn ich jetzt eine andere Bash habe, also eine Shell ohne Midnight Commander mache, dann hat der Midnight Commander seine private History. Die ist also, wenn ich jetzt neu an den Computer gehe und dann eine Bash aufmache, dann ist das nicht mehr die History, die ich innerhalb des Midnight Commander benutzt habe. Das ist ein guter Hinweis. Das muss man wissen, ja. Ich habe also sozusagen zwei Sätze von Histories bei mir. Kann man die ineinander koppeln?
Na, da ich denke mal, da müsste man sich ein Skript schreiben, was das zusammenmischt. Also, sagen wir mal so, entweder ich nutze immer die Bash und habe meine History oder nutze und dann habe ich die History. Ich habe manchmal bin ich drüber gestolpert, aber so richtig hat es mich nie gestört. Das ist nicht den Aufwand wert, das zu mischen. Das, so viel Zeit kann man mit der History, mit der gemischten nicht sparen, dass man die Zeit reinholt, um es zu mischen. Ja? Was kann ich noch machen? Ich kann hier mal in mein Menü gehen, was ich sonst nie mache. Irgendwie gibt das bei System, gibt es hier den Midnight-Kommando, da geht es dann. Ne? Ah, und den Hinweis habe ich noch ganz zum Schluss. Diese Gnome-Term und das ist hier XFCE-Terminal, die schnappen sich das F10. Ja, wenn ich habe jetzt F10 gedrückt, um den Midnight-Kommando zu benutzen und die schnappen sich, machen Menü auf. Was macht man dann? Escape 0 ist mal auch draußen. Also wenn die Funktionstasten nicht funktionieren, was da unten steht, immer Escape und die Zahl, die da unten steht. Ja? Den Hinweis habe ich noch mal ganz mal auf meiner letzten Folie, aber ich sage es jetzt, weil es mir jetzt wieder passiert ist. Das ist noch ganz wichtig. Also es gibt Terminals, die sich die Funktionstasten krallen und irgendwas damit machen. Das kann man entweder wegkonfigurieren bei den Einstellungen des Terminals, je nachdem, wie man das möchte. Ich benutze immer einen X-Term, da passiert das nicht. Aber wenn es doch mal passiert, Escape und dann die Zahl. Das ist das gleiche wie Funktionstaster. Die Maus geht auch, ja, natürlich. Man kann auch mit der Maus auf F10 klicken, aber da kam ich jetzt gerade nicht drauf, Entschuldigung. Der Midnight-Commander möchte gern Funktionstasten benutzen. Aber wenn er in einem Terminal gestartet ist und das Terminal die Funktionstasten interpretiert, dann zieht das zuerst. Ja, und dann komme ich entweder damit klar, dass die Funktionstasten doch nicht so funktionieren und mache dann Escape und Zahl, aber das ist nervig. Aber man kann in jedem Terminal, was mir begegnet ist, auch irgendwo über Einstellungen irgendwas sagen, lass die Funktionstasten in Ruhe und gib die an das Programm, was du aufrufst, weiter. Da muss man dann gucken, also weiß ich jetzt nicht. Ja. Kann ich die Konfiguration vom Midnight-Kommando auf einem anderen Rechner mitbeziehen? Also ich würde den einmal einrichten, ja, dann ja. Pfeil, haue ich auf den anderen Rechner drauf und dann ist alles so, wie es auf den anderen war. Ja, also auch so, jetzt haben wir versteckte Dateien hier weg, also cd.config, mc, also diese mc-Datei, das war meine eigene, die habe ich umbenannt, damit ich eine leere habe und die umbenannte ist ja dann hier, wir haben es zeitlich sortiert, ganz unten, das ist die neue, die wir eben angelegt haben, da muss man seine .config mc mitnehmen. Wobei, also ehrlich gesagt, wie ich das mitgenommen habe, habe ich mir meistens das nochmal neu, also muss man wissen, kann man machen, na klar. Es gibt komischerweise nochmal in Punkt Local, Share, MC, gibt es auch nochmal sowas. Und ich habe aber vorhin gemerkt, die wird wirklich benutzt, weil die in Punkt Local, Share, die habe ich wegkopiert und da war immer noch alles konfiguriert. Mit F9 Einstellung speichern wird immer das aktuell, was ich konfiguriert, abgespeichert. Und das will ich auch gleich noch sagen. Es ist so, dass die Standardeinstellung sagt immer Einstellung automatisch speichern. Habe ich hier oben. Das stelle ich mir auch immer weg. Weil ich will eigentlich nicht immer bei jedem Mal das wissen, ich will meine Einstellungen haben, die sollen immer gleich sein. Manchmal ändere ich was, ich konfiguriere mir das weg, das muss jeder selber wissen, ob er seine letzte Einstellung haben will oder nicht. Ja, so mache ich das immer. Ja, man muss aber auf UFAP wählen, wenn man jetzt als Root angemeldet ist, dass ja immer für jeden Benutzer die Config-Dateien speichert. Also ja, jeder Benutzer hat seine eigene Config. Ja. Also was ich zum Beispiel auch mache, ich konfiguriere mir als Root bewusst nicht diesen Midnight-Kommando und da sehe ich, aha, wenn ich hier diese ganzen Tastenleisten sowas da habe, dann bin ich Root. Das ist nochmal so eine Warnung, weil ich als Root arbeite ich fast nie und wenn ich dann arbeite, dann merke ich es auch gleich, weil der Midnight-Kommando anders aussieht als so, wie ich normal arbeite. Ja, also das ist immer eine persönliche Einstellung, diese Midnight-Kommando-Einstellung. Ja, mit F7 kann ich Verzeichnisse anlegen und ich finde es auch schön, dass das rekursiv geht. Wo sind wir? In Temp, F7 lege ich an, Test 1, Test 2, Test 3. Die kann ich gleich alle anlegen. Ja, hier sind mehrere Verzeichnisse entstanden. Das ist so ein mkdir-p. Ja, kann man auch mit der Hand hinschreiben. Das macht es jetzt nicht viel schneller, aber F7 Test ist flott gemacht. Gut. Und F8 löschen, das ist dann auch rekursiv. Ne? F8, ja, und dann fragt er nochmal, willst du alle? Ja, klar will ich alle. Bumm. Und man kann auch das Löschen so einstellen, dass er immer nochmal gefragt wird oder nicht, oder dass man so ein bisschen Sicherheit hat. Geschmackssache. Die Konfigurierbarkeit ist begrenzt auf die Funktionen, die da sind, aber so eine Art Plugins oder so, dass die Funktionen, nee, dass man nicht jetzt F7 irgendwas anders macht, als das wüsste ich nicht.
So, weitere Optionen auf Dateien. Also das sind Sachen, die benutze ich nicht. Ich sage es nur, so ein Hardlink anlegen, Softlink anlegen, Change On, Change Group. Change Group, also das kann man, wie gesagt, machen. Wenn ich jetzt also Ctrl XL, dann kann ich hier einen Link auf die Datei anlegen, zw0.gpx. Ja, da ist jetzt hier ein Link entstanden. Ja, also das tippe ich ein, mache ich nicht. Ich sage es nur der Vollständigkeit halber, war mir neu, wird mich auch nicht weiter begeistern. Aber das kann jeder wissen, wie er will. F3 betrachtet die aktuelle Datei. Das ist sehr schick. Kann auch komprimierte Dateien anzeigen, was auch wieder schön ist. Ne? Wenn ich jetzt eine GZ-komprimierte Datei habe, dann will ich nicht den Buchstabensalat sehen, sondern was da nun wirklich drin ist. Zeigt es mir auch. Man kann das auch umstellen. GZIP. So, jetzt habe ich hier eine komprimierte Datei. Kann ich mit F3, zeigte mir aber nach wie vor, ne, das ist ja das ist ein XML, halt hier, was hier drin ist. Und dann gibt es aber auch die Rohdarstellung F8. Da sehe ich dann, wenn ich das möchte, auch das komprimierte. Ja, okay. Ne, also, das ist nur als Demo, ist nicht besonders sinnvoll. Ich kann also komprimierte Dateien angucken, als wahren Inhalt, sage ich mal, und als dieses komprimierte. Wir hatten auch schon mit, jetzt merkt er sich das, mit F4 kann ich das hexadezimal darstellen. Das ist also, ja, man kann dann einige Sachen machen, die man eben schnell mal zur Hand hat. Also, Tab. gpx.tgz und dann machen wir die 3 rein. Ich könnte sagen Stern.gpx, aber ich kann mit Midnight-Kommando auch Escape Enter machen. Escape Enter schmeißt mir den Dateinamen unten in die Zeile. Ja, dann habe ich sie 3. Das ist auch schick. So, wie habe ich es genannt? gpx, da ist er. So, das ist eine TGZ-Datei. Einfach Enter drauf und dann habe ich sie. Und dann kann ich sie, wie im Verzeichnis benutzt das, ja. Gehe raus mit Pfeil nach links, da geht nur Enter rein und dann kann ich es da drin auch angucken. Ne? Das geht auch. Man kann auch aus dem gepackten Verzeichnis direkt drüber kopieren, ja, ja. Das kann ich auch auspacken hier mit, gehe ich mal wieder hier hin. Mit F5 gehe ich raus und da sagt mir, Datei ist vorhanden, willst du überschreiben, was weiß ich, nein, wurscht, das ist alles egal. Da es ja die gleiche Datei ist und damit kann ich ganz normal arbeiten. Beim Editieren bin ich nicht ganz sicher. Probieren wir das mal. Machen wir mal hier irgendwas rein, was nicht wehtut. F2 speichern. Ja, da muss ich noch irgendwas angeben hier. Das geht, glaube ich, nicht so, weil dann müsste das TAR auspacken. Also da wäre ich vorsichtig mit Editieren. Ja, also das Angucken geht, Editieren, das habe ich noch nie gemacht. Sagen wir mal so, vielleicht geht es auch irgendwie. Ja, bei JPEGs werden EXIF-Tags angezeigt. So, mit F3 kann man hier durchgehen. Ja, welche Kamera und Zeug. Aber man kann auch Folgendes machen. Man kann sich hier links einstellen. F9, links. Die Schnellansicht stelle ich mir an. Und dann, jetzt zeigt er natürlich keine EXIF-Texte an. Das ist nicht schön. Also diese Schnellansicht links zeigt mir den Inhalt der Dateien, auf denen ich gerade drauf bin, wenn es darstellbar ist. Ja, das kann ich da immer gleich sehen. Und ich dachte, so kann ich auch durch meine Bilder gehen. Ich hätte gedacht, das hätte ich getestet. Wen das interessiert, muss ich nochmal gucken. So, also ich will aber die Detailansicht nochmal normal wieder haben, um den Vortrag mal fortzusetzen. So, wie gesagt, die Funktionstastenzeile am unteren Rand erklärt die einzelnen Funktionen und Ctrl F zeigt die nächste Datei im Verzeichnis. Na, das machen wir doch nochmal. Also das gucke ich mir an. zw1.gpx, dann mache ich Ctrl F. Ah ja, F wie folgende, keine Ahnung, following. Da kann ich durchblättern. Ne? Das, oben hat er gewechselt auf zw2 und 3. Also wie gesagt, ich habe auch noch schöne Sachen gelernt, die hier interessant sind. Braucht man selten, aber ja, warum nicht? Ich muss jetzt schneller durchgehen. Texteditor. Wollt ihr euch den Texteditor angucken als schönen Editor? Ich kann es nur empfehlen, nehmt ihn bitte. Die Bedienung der Verzeichnisfenster mit Ctrl-R, kann ich das noch nur einladen? Wenn ich mit dem anderen Editor, also mit dem anderen MC irgendwas Verzeichnis geändert habe, drücke ich ja einfach Ctrl-R und dann liest er nochmal neu und hat es aktualisiert. Ich kann eine Sortierung festlegen, hatte ich schon gezeigt. Ich habe auch sehr viel schon zwischendurch gezeigt. Dateifilter auf Muster, das ist auch noch witzig. 9.
Filter. Also will ich nur die Sternpunkt GPX überhaupt sehen. So, dann habe ich mein Verzeichnis, da war vorher ziemlich viel drin und jetzt sind nur noch die da. Ja, das ist auch schick, habe ich auch jetzt hier erst gelernt. F9, rechts, Filter, machen wir wieder alle. Okay. Darstellungsweise ändern habe ich gezeigt mit Alt-T, wie man also durchändern kann seine Verzeichnisse. Layout kann man ändern. Ctrl-U finde ich sehr schick, dann kann man die Fenster tauschen. Ctrl-U. Tauscht einfach Home-Verzeichnis und Temp immer wieder drücken und dann ändert das auch. Finde ich auch schick. Und Ctrl-O, Fenster im Shell-Hintergrund schalten. Gut. Fenstermodi habe ich vorhin auch mal kurz gezeigt. Eine Schnellansicht, Detailinfo und so ein Baum. Sieht aus wie so ein, ja, ich kann mit dieser Baumansicht immer nicht anfangen. Das macht im Prinzip den MC zum normalen Explorer. Brauche ich das? Weiß ich nicht. Brauche ich nicht. Also, gibt's. Ich brauche es nicht. Tipps und Tricks, Verzeichnis Hotlists. Hier kann ich mir anlegen, wenn ich Verzeichnisse schnell haben möchte, dann tippe ich ein Control Backslash. Suche nach Dateinamen hatten wir gehabt. Dateisuche benutze ich nicht. Verzeichnisse vergleichen muss ich unbedingt zeigen. Das ist so cool. F9. Oben B für Befehle. Also B. Und Verzeichnisse vergleichen, das ist das G. Man tippt einfach das G hoch, G ein oder geht mit dem Cursor dahin. Ich tippe immer im F9 BG. Und dann sagt er, vergleich mir mal schnell die Verzeichnisse. Und dann guckt er, welche Dateien rechts anders sind als die von links. Und da sieht man, diese GPX-Dateien habe ich mitgearbeitet, die sind nicht markiert. Also alles ist jetzt markiert, was links nicht so ist wie rechts. Und wenn ich ein Backup machen will, mache ich F9 BG und F5 und dann ist alles drüben. Das geht ratzfatz, das ist eine der coolsten Features des Midnight Commanders. Möchte ich überhaupt niemals wieder missen. F9 BG. So, das erkläre ich jetzt nicht. Ich wollte schnell noch die virtuellen Filesysteme zeigen, weil das sehr cool ist. Und ich gebe am besten nur den Hinweis. Ich vergesse immer diese Syntax, wie ich das mache, mit dem SSH-Filesystem, FTP-Filesystem. Aber ich nehme mir immer F1. Das ist die Hilfe. Content und Virtual File System zeige ich kurz. F1, gehe auf Contents und dann geht man recht weit unten, ist das Virtual File System. Und da erklärt er zum Beispiel FTP File System. Und da steht die Zeile FTP, die kopiere ich mir runter und dann editiere ich mit dem Host und dem User. Und dann kann ich mir auf das entfernte File System so ein Verzeichnis legen. Und das mache ich mir dann in einer Verzeichnis-Hotlist mit Control-Backslash. Und da mache ich sogar so, wenn ich jetzt hier so, ich lade meine Bilder mal zur Pixum hoch, ne? Und dann schreibe ich mir das gleich rein und da schreibe ich mir dann heimlich noch das Passwort, was ich da habe, rein. Und dann weiß ich immer gleich alles, kann mich so vom FTP anmelden. Mache ich so. Macht man zwar nicht Passwörter aufschreiben, aber dafür Bilder hochladen, wer macht das schon? Dann habe ich halt von anderen Leuten die Bilder. Gut. Ja, also so eine Sachen. Verzeichnis Hotlist. Ja, das sind halt die Sachen. Wie gesagt, es geht SSH-Filesystem, es geht FTP-Filesystem und wie das geht, guckt da immer in die Hilfe. Ich kann es mir auch nicht merken. Ja, noch eine Frage? Ein Hinweis, in der Dokumentation steht es zwar drin, aber sowohl Debian als auch Ubuntu haben es nicht enthalten. Prinzipiell geht damit auch das Windows-Filesystem. Ah, okay. Also Netzwerkverwaltung. Netzwerk, okay, ja, schöner Hinweis, ja, wusste ich nicht. Noch Fragen? Kann ich mir Favoriten anlegen, also dass ich nicht überall hin navigiere zu den einzelnen? Ja, dieses Control-Backslash, das ist die Verzeichnis. Also wenn ich in einem Verzeichnis bin, von mir aus jetzt Tim, drücke ich Control Backslash und dann sage ich aktuellen hinzufügen und dann habe ich hier, kann ich noch ein Temp dir und dann ist das ein Favorit, den ich dann immer anwenden kann. Ja? Muss der Favorit immer existieren? Also wenn ich das Laufwerk dann dismounte sozusagen, existiert der Pfad nicht mehr? Na, wahrscheinlich kann man das auch, ja, würde ich mal probieren. Also probierst du das Hausaufgabe, selber ausprobieren, keine Ahnung. Ja. So, wichtige Hinweise, das hatte ich schon gesagt, F10 wird das vom Terminal abgefangen und die Hintergrund-Shell, die macht manchmal auch Zicken, da muss man mal gucken, wenn man Ctrl-O ist, nochmal nachsehen. Und jetzt sage ich flink noch, wo man diesen Talk findet. Oh, das habe ich noch in Englisch. Man kann auch nach Andreas Tille Talk suchen in der Besuchmaschine seiner Wahl. Und dann findet man meine Talk-Seite und sagen wir mal, spätestens morgen findet man die Folien dort. Und dann haben wir alles durch. Ja, Dankeschön.